Waren Sie neulich mit uns zusammen in dieser Prager Kaufhalle? Dann erinnern Sie sich bestimmt auch an jene Frau hinterm Ladentisch. Sie heißt Anna Holubowa, ist geschieden, hat zwei Kinder. Die 17-jährige Michala und den 8-jährigen Petja, der hier gerade die Oma begrüßt. Mit ihren Kolleginnen und Kollegen kommt Anna ausgesprochen gut zurecht. Auch mit ihrem Chef Václav Karas, dem imposanten Herrn im weißen Kittel. Sie erinnern sich noch an die Kesse Olina, an Oma Kubankova von der Flaschenannahme und an den unwiderstehlichen Lagerverwalter Oskar, mit dem Anna hier ein ernstes Wörtchen redet. Merkwürdig gespannt sind Annas Beziehungen nur zum stellvertretenden Kaufhallenleiter Willimek. Warum das so ist? Vielleicht bekommen wir heute eine Antwort darauf. Noch etwas. Das, was wir vermutet haben, ist prompt eingetroffen. Herr Karl Brosch ist offensichtlich ein Stammkunde an Annas Delikatessenstand geworden. Des männlichen Geschlechts, die dem Arbeitskollektiv dieser Kaufhalle angehören. Wir beglückwünschen euch zum bevorstehenden Internationalen Frauentag und wünschen euch noch viel mehr Gleichberechtigung. Wir wünschen euch, dass ihr erfolgreich seid. Wir wünschen euch, dass ihr immer schöner werdet. Und uns Männern wünschen wir, dass ihr stets lieb zu uns seid. Das Konfekt wird im Namen der Direktion überreicht. Opa Dominik hat die Blumen besorgt und von mir gibt's ein Küsschen dazu. Aber bitteschön. Glückwunsch, ihr allerschönsten Frauen. Hallo. Noch sind wir nicht am Ende. Wir, die einzig wahren Vertreter des männlichen Geschlechts, die dem Arbeitskollektiv dieser Kaufhalle angehören, wünschen euch zum Frauentag. Ich meine neue Platte auf. Ach, und was denn noch, hä? Für jede eine spezielle Liebeserklärung. Junge, ich muss sagen, du bist ganz schön. Das Konfekt ist von der Direktion, die Blumen hat Opa Dominik besorgt und von mir. Hier ist noch Konfekt. Absolut. Und ja. Am Frauentag soll er sich für uns anstrengen. Wenn nicht, dann verzichten wir verdanken. Küssen Sie wenigstens mit, Kollege Stellvertreter. Die Ehre der Männer steht auf dem Spiel. Ich muss bedauern, ich bin im Moment sehr beschäftigt. Was sagt er dazu? Der läuft rum, als ob er mondsüchtig wäre. Ob sich bei dem die Frühjahrsmüdigkeit auswirkt? Was denn? Seid ihr verrückt geworden? Ihr teilt mir so einfach mit, dass ihr morgen 1000 Osterhasen anliefert. Sind wir denn ein Wildgehege? Wir stecken schon bis über den Hals in Osterhasen. Das Lager ist voll. Ja. Ist das etwa unsere Sorge? Na schön, 300 werde ich nehmen. Aber nur, weil wir gute alte Freunde sind. Die planen und wir sollen hüpfen. Wie sieht denn eigentlich die Wettervorhersage aus? Wie bitte? Ich habe gefragt, wie das Wetter wird. Das Wetter wird sehr schön. Dann ist alles im Eimer. Hier spricht Karas. Geben Sie mir Kollegen Kalosch. Warum? Na warum? Weil wir jetzt bis über die Ohren in Schlagsahne sitzen. Ich habe geplant, es gießt. Die Leute bleiben zu Hause, schlingen vor Langeweile Kuchen mit Schlagsahne in sich rein. Aber so kriegt ihr alles einen Stich. Hallo, hier ist Karas. Grüß dich, Holder. Du sag mal, wie viel hatte ich von euren Osterkuchen haben wollen? Ach, nur 300? Sei bitte so freundlich, schick mir 500. Na, weil schönes Wetter wird. Die Hausfrauen fahren raus, da haben sie keine Zeit zum selber backen. Und auf sowas muss der Handelsfunktionär reagieren. Ja? Lässt es sich einrichten? Wunderbar. Und jetzt noch ein Sonderangebot für dich. Falls du Schlagsahne brauchst, ich schick's dir rüber. Ach so, ihr fahrt ins Grüne. Und Osterhasen, du hast noch 4 Kinder. Selber abgeben. Na, trotzdem, grüß deine Frau. Chef, eine Frage? Ich bin nicht der Kaufhallenleiter, ich bin sein Stellvertreter. Aber den Überblick haben Sie auch. Man hat uns einen LKW voll Osterhasen gebracht. Wohin denn? Wo Platz ist. Soll das nun heißen, auch in den Gemüsestand? Ja, genau das soll es heißen. Überall, wo ein Käufer hinkommt. Kollege Willimek,
Mandarinen werden gebraucht. Sie wollten doch dort anrufen. Ich rufe noch an. Ich habe den Leuten versprochen, ihnen gesagt, kommen Sie wieder. Ja, gewiss, gewiss. Ich rufe sofort an. Ja, und dann, ich finde, auch Kohlrabi müssten wir anbieten können, wenn wir eine repräsentative Verkaufsstelle sein wollen. Und wo sollen wir die hernehmen? Jetzt im März schon Kohlrabi. Es stand doch in der Zeitung, dass es jetzt ganz neue Gewächshäuser gibt für Kohlrabis. Und die werden mit dem Flugzeug zur schnellen Belieferung bis in die Stadt geflogen. Und Kohlrabis sind gesund. Guten Tag. Guten Tag. Aber Sie haben mich heute schon mal begrüßt. Ja, das ist wahr. Sie haben recht. Dieses Irrenhaus, ich bin total mit den Nerven fertig. Wirklich nett, die Osterhasen. Ja, nett sind sie schon. Nur sind es eben viel zu viel. Wieder so ein typischer Planungsfehler und wir müssen es ausbaden. Scheint so. Hallo, mein Herr. Oh, Verzeihung. Mein Glück, dass Sie da sitzen und nicht an Feuerspender Drachen. Wie die Meteorologen voraussagen, haben wir zu Ostern ungewöhnlich schönes Wetter. Aha. Was machen Sie an den Feiertagen? Fahren Sie raus? Schön wär's. Früher ja, aber jetzt muss ich im Haushalt aufarbeiten, was hier liegen geblieben ist. Sie sollten aber doch mal in die Natur. Darf ich behilflich sein? Jetzt beginnt der Vorfrühling. Die Jahreszeit, die für mich zumindest am schönsten ist. Alle die Pflanzen heben gerade erst ihre Köpfchen. Und dabei ist die Erde noch kalt und feucht. Wenn Sie einmal beobachten würden, welche Menge an Erde zum Beispiel ein Schneeglöckchen zur Seite schieben muss, damit es überhaupt das Licht der Welt erblickt. Das ist bewundernswert. Ja, ja, ich weiß. Krokusse, habe ich gelesen, bringen es sogar fertig, Steine beiseite zu schieben. Krokusse, gewiss. Das sind für mich auch ganz erstaunliche Blumen. Ich würde, wenn ich Zeit dafür hätte... Anitschka, Schatz, ich hatte schon Angst, ich finde dich nicht mehr. Tag, Jerzy. Das also ist ein neues Betätigungsfeld. Alles recht nett. Ja, warum nicht, wenn es dir gefällt? Schließlich kann ein Mensch in jeder Art von Arbeit seine Befriedigung finden. Ich will nicht stören, ich habe zu tun. Pardon. Ja, du hättest uns bekannt machen sollen. Das ist der Stellvertreter unseres Chefs, Kollege Willy Mack. Und das da ist mein ehemaliger Mann. Sehr erfreut, Willy Mack. Ganz meinerseits. Ich will nur hoffen, dass ihr hier nett zu meiner Anitschka seid. Sicher. Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten bemühen wir uns, ihr die Arbeit recht angenehm zu machen. So muss es auch sein, denn ihr habt ja eine ganz hervorragende Kraft bekommen. Und darüber hinaus ist sie eine wundervolle Frau. Ja, so eine finde ich in meinem Leben nie wieder. Wolltest du wegen der Kinder mit mir sprechen? Wie gesagt, ich will nicht stören. Ich habe noch eine Menge zu erledigen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ganz meinerseits. Und nicht vergessen, geht mit dir um wie mit einer großen Kostbarkeit. Ich werde mir Mühe geben. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Sag mal, hältst du es ehrlich für notwendig, dass du hier mit mir so eine dumme Schau abziehst? Was heißt das, Schau abziehen? Bist du der Meinung, weil wir geschieden sind, müssen wir uns wie ein paar Wilder in die Kehlen gehen? Ganz wie du meinst. Kommst du wegen der Kinder? Was wünschen Sie bitte? Ein Stück Butter. Bitte. Ich wünsche guten Appetit. Danke. Aber du hast völlig recht, ich komme wegen der Kinder. 3 Monate hast du dich überhaupt nicht um sie gekümmert. Stimmt, aber es ließ sich nicht machen. Es waren 3 verdammt stürmische Monate. Was für darf mich. Es sein? Eine Flasche saure Sahne? Du kannst dich felsenfest darauf verlassen, in Zukunft besuche ich euch regelmäßig. Und wann wäre es recht? Gleich heute, wenn es möglich ist. Gut. Ja. Kommst du zu ihnen? Ja, am besten abends. Ich bin sehr neugierig, wie ihr euch eingerichtet habt. Sei mir nicht böse, ich habe eine Menge Arbeit, ja, also bitte geh. Ja, ja, das verstehe ich. Ich könnte dir auch gern helfen, ich habe zufällig Zeit. Nein, danke, nein, das möchte ich nicht. Wiedersehen. Wiedersehen. Nach Feierabend haben wir noch eine Gewerkschaftsversammlung. Ich hoffe, Sie wissen, worum es geht, Anitschka. Nun, jetzt vor Ostern, denke ich, mir bekommt jede ein Schokoladenhäschen. Habe ich recht? Wer ist denn das? Früher ist das mal mein Mann gewesen. So. Ja, der sieht aber gut aus. Ich habe ja selber so ein Prachtexemplar und manchmal denke ich mir, jetzt muss ich aufpassen, sonst schnappt ihr mir eine weg. Haben Sie manchmal auch so ein Angstgefühl, dass sie quält? Nein, das liegt jetzt hinter mir. Auf Wiedersehen. So, damit hätten wir den letzten Tagesordnungspunkt erledigt. Ich danke für eure Diskussion. Es bleibt nur noch Folgendes. Ich befürchte, dass auch wenn wir uns noch so viel Mühe geben, sowohl die Vormittagsschicht als auch die Nachmittagsschicht allein nicht mit der Arbeit fertig wird. Wenn wir den Ansturm bewältigen wollen, müssen wir 2 Schichten fahren. Das heißt, die Frühschicht und die Spätschicht gehen von früh bis spät durch. Jawohl. Ja, und was soll mit den Kindern? Ruhe bitte, Ruhe bitte.
Ich kann es nicht ändern, auch wenn ich es wollte. Und ich möchte sagen, wer die Vorzüge unseres Berufs genießt, muss auch mal seine Nachteile in Kauf nehmen. Welche Vorzüge hat denn unser Beruf, möchte ich da mal fragen? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Aber ganz sicher habt ihr Vorteile. Nehmen wir nur eure Kundschaft. Vom Morgen bis zum Abend bewundern euch die Männer. Es muss also keiner von euch befürchten, dass sie zu guter Letzt allein bleibt. Ärger mit den eigenen Männern. Ja. Das betrifft ja auch nur die Ledige, das will ich zugeben. Nein, ich bin aber nicht unbestreitbar ist, ihr könnt während der Arbeit einkaufen. Und jetzt möchte ich euch bitten, abzustimmen. Also wer ist einverstanden? Ist jemand dagegen? Nein? Vielen Dank. Nein. Momentchen, Kollege Kaufmann, das ist doch eine Frage. Was will denn mit der Sonnabend? Wieso denn am Sonnabend? Da arbeitet die normale Schicht, die an der Reihe ist. Ach so, wie soll ich da zu unserer Datsche rauskommen? Ich hatte meinem Mann fest versprochen, dass es diesmal klappen wird. Ach, wenn er ein echter Mann ist, wird er froh sein, dass er mal seine Ruhe hat. Und im Übrigen werden uns der Herrgott und unser Lohnhochhalter mit einer fetten Pelle bedanken. Moment, bitte wartet noch. Wir haben noch etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Wir müssen einen neuen Vertrauensmann wählen für Kollegin Januszkowa. Das wäre doch das Beste, wenn du es machst. Nein, das geht nicht, weil ich doch schon im Haus bin. Ihr müsst als Vertrauensmann eine andere vorstellen. Gewerkschaftsarbeit braucht man auch. Dann sehe ich schwarz. Die Jirschinka meldet sich. Ich würde vorschlagen, mein Vorschlag, der wäre, Kollege... Du sagst doch schon, na? Oh, Lubowa. Nein, das geht doch nicht. Ich bin ja erst 3 Monate hier. Ihr kennt mich doch noch gar nicht richtig. Jirschina meldet sich. Für mich macht das mit den 3 Monaten überhaupt nichts. Ich habe Vertrauen. Genauso denke ich auch. Was Anitschka in die Hände nimmt, das klappt. Ich bin auch dafür, obwohl ich befürchten muss, von ihr kriege ich oft mal ein Feuerwerk, das mir als Chef von dieser freundlichen Kaufhalle überhaupt nicht gefallen wird. Also frage ich noch einmal, wer ist dafür, dass die Kollegin Holoborber die Funktion des Gewerkschaftsvertrauensmanns übernimmt? Bravo. Ja, dann sage ich euch vielen Dank. Ihr habt viel Vertrauen zu mir. Da muss ich mir nun aber auch mächtig viel Mühe geben. Ich kann anfangen, wo ich will. Ich krieg immer eine Funktion. Du bist eben so tüchtig. Was war denn da gestern am Gemüsestand, Oma? Da hört bei mir aber die Freundschaft auf. Ja, das ist nur, weil sie die jungen Leute ständig was aus. Ja, bei uns denkt sich jeder ständig was aus. Andulka, fahren Sie bei Ostern auch irgendwo hin? Ich? Nein, warum? Naja, es wäre schön, wenn Sie so freundlich wären, für mich die Sonnabendschicht zu übernehmen, könnte ich zu unserer Datsche rausfahren. Da lassen Sie sich mal nicht überreden. Aber wenn es hier doch nicht weiter ausmacht. Ich mag es nicht, wenn man fremde Gutmütigkeit ausnutzt. Sie hat ihren Sonnabend auch verdient, genauso wie Sie, ob sie nun zu einer Datsche rausfährt oder nicht. Naja, wenn sie aber doch nicht fährt, warum soll man da nicht mit ihr darüber reden? Wir wollen uns einen Swimmingpool bauen, mit allen Schikanen. Und wenn der meint, dass ich da helfen muss. Euch Datschenbesitzer habe ich genascht. Ihr kostet mich zu viel Nerven. Ewig wird von euch was an eure Hundehütte angebaut. Ein Swimmingpool oder was weiß ich sonst noch. Euch fällt immer was ein. Aber was ich bestellen muss, wie viel von der Schlagsahne gebraucht wird oder meinetwegen von den Osterkuchen, das kann ich wegen euch nie richtig planen. Aber es macht mir nichts aus. Ich übernehme die Schicht für Sie. Ist das wirklich wahr? Oh, Sie sind fantastisch. Sie sind ein echtes Goldstück. Also laufe ich los und rufe die Nina an, ja? Und ich revanchiere mich. Da haben Sie einen schönen Fehler gemacht, Anitschka. Wissen Sie, wie das endet? Macht mir nichts aus. Die werden immer mehr von Ihnen verlangen. Ach, da müssen Sie keine Angst haben, Kollege Karas. Mit mir kann keiner machen, was er will. Und Ihr eigener Osterausflug? Sie werden doch wohl auch irgendwie rausfahren wollen. Ganz ohne Mann ist auch nicht das Wahre. Da sieht man, dass die meisten Männer bekloppt sind. Wenn ich nicht so fest verheiratet wäre, hätte ich mich schon längst an Sie rangemacht. Ich brauche gar keinen Mann. Im Grunde geht es allein viel besser. Ich würde Ihnen gern das Gegenteil beweisen. Und wenn ich nicht ganz so fest verheiratet wäre, junge Frau, da müssten Sie sich aber kräftig vor mir in Acht nehmen. Habe ich ein Glück, dass Sie so fest verheiratet sind. Denn wenn es auch gut gemeint ist, vorläufig habe ich keinen Bedarf. Gute Nacht. Warten Sie etwa auf mich? Jawohl. Weshalb? Wissen Sie, was mir soeben einfiel? Ich dachte mir, dass es doch sehr schön wäre. Tatsächlich, es wäre wirklich sehr schön. Wenn ich Sie zu einem Osterausflug einladen würde. Das lassen Sie besser sein. Nun, gewissermaßen, es müsste nur ein kleinerer Ausflug sein. Nachmittags, irgendwohin. In der Nähe unserer Hütte gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ich befürchte nur, Ihre Frau wird keine Lust haben, mit mir einen Ausflug zu machen. Meine Frau würde nicht mitkommen. Die würde Ostern zu Hause bleiben? Sie ist gegenwärtig nicht in Prag. Sie ist in einem Kurbad. Ach, bitte gestatten Sie, ich muss den Käse in den Kühlschrank bringen. Verzeihung. Guten Abend. Macht's gut, Mädchen. Ahoi. Guten Abend.
Guten Abend. Guten Abend. Oh je, bei Ihnen ist ja der Osterputz schon in vollem Gange und ich habe noch nicht mal damit angefangen. Was machen Sie da eigentlich? Ach, ich reibe auf dem verfluchten Linoleum herum. Was hat Ihnen denn der Fußboden getan, dass Sie so wütend auf ihn sind? Im Geschäft haben Sie gesagt, wir sollen ihn tüchtig einbonern. Dann wäre er unverwüstlich. Ich habe ihn gebonert, bis zum Schwachsinn. Aber einzig unverwüstlich an ihm ist sein Widerstand gegen Bonerwachs. Ich gehe zu Hause nur noch in Baumwollsocken, aber bei so viel Bonerwachs überall hinterlasse ich meine Spuren. Ja, so sieht's aus. Und ich will mal weitermachen. Jedenfalls, dieser Fußbodenbelag ist eine Tragödie, die mich bis in den Schlaf verfolgt. Ja, das kann ich begreifen. Ich möchte Ihnen aber trotzdem ein angenehmes Osterfest wünschen. So, bitteschön, da seht ihr's. Ja, ihr werdet zugeben, das ist klug ausgedacht und sinnreich. Das hat gewissermaßen Weltniveau. Gießt du mal ein? Hello! Oh, aber da kann ich doch nicht eingießen. Willkommen bei deinen Lieben. Wir freuen uns, mal, dass du da bist. Was der Papi mitgebracht hat. Ja, ja. Michalka, gieß der Mami ein. Danke, aber im Moment mag ich nicht. Mami, jetzt sag mir, wie ich dir gefallen. Wenn du trinkst, gefällst du mir nicht. Na, aber ich bitte dich, Anna, hier vor dir steht ein absolut erwachsener Mensch. Also wenn es nicht meine Tochter wäre, mit allen Kerlen der Welt würde ich um sie raufen. Dieser erwachsene Mensch hält nichts vom Wein trinken. Vielleicht bekommt es ihn gar nicht. Doch, Maminka, ich fühle mich fantastisch. Ich mache das Abendessen. Wenn du willst, laden wir dich dazu ein. Dafür danke ich dir verbindlichst. Aber ich muss nicht mehr Abendessen, ich habe bereits. Unsere Michaela hat mich eingeladen und ich muss sagen, sie hat ganz prima etwas hingezaubert. Das ist eine Frau, die man heiraten möchte. Aber nicht, dass du dich zu sehr beeilst. Derjenige, der die große Ehre haben soll, einmal dein Mann zu werden, der wird von uns sehr streng geprüft werden. Stimmt's, Mami? Na, das hat noch Zeit. Ich werde jetzt erst mal was essen gehen. Aber du musst bald wiederkommen. Du, wir haben für dich ein ganz fantastisches Projekt. Die drei Schnitzel gemacht, für dich ist nichts mehr übrig. Bist du mir böse? Nein, mach dir keine Sorgen. Ich werde schon noch was finden. Du bist lieb. Mach nicht solchen Krach. Ich wollte, dass wir vor Vati gut dastehen. Verstehst du das? Ja, das verstehe ich. Danke. Immer wenn der Berg nicht zum Mohammed kommt, muss Mohammed zum Berge gehen. Hiermit verkünde ich dir meinen ganz fantastischen Plan. Ich höre. Also am Sonntag, und zwar exakt zur Stunde H, das ist 10 Uhr, damit wir uns ausschlafen können, fahren wir alle vom Punkt EN, das ist genau gesagt hier, 2 Tage in eine ganz wundervolle Gegend, die uns völlig unbekannt ist. Wir machen das so, dass wir einfach den Bleistift auf der Karte rumdrehen und dort, wo die Spitze hinzeigt, ist dann das Ziel. Und wir werden auf offenem Feuer kochen. Und schlafen werden wir in unserem Zelt. Wenn wir günstiges Wetter haben. Und was sagt unsere Oberkommandierende dazu? Bist du einverstanden? Dann macht mal. Ich wüsste nicht, was dagegen zu sagen wäre. Ich bitte mir nur aus, erkältet euch nicht. Moment, Moment, ich begreife nicht ganz. Was heißt, erkältet euch nicht? Fährst du denn nicht mit? Ich? Na, wer denn sonst? Petja, Michala, was sagt ihr dazu? Maminka, bitte. Petjulka, ich habe im Haushalt eine Menge aufzuarbeiten. Die Arbeit läuft dir nicht weg, die bleibt liegen. Aber Ostern gibt's nur einmal im Jahr. Nein, fahrt allein weg. Ich wünsche euch viel Spaß. Und von jedem Ort, wo ihr gewesen seid, bringt ihr mir eine Kleinigkeit mit und ich rate dann, woher sie wohl stammt. Das Raten überlassen wir der Oma und du kommst mit. Na, abgemacht? Bitte, Mami, du musst mitfahren. Ich kann nicht, glaub mir, ich kann wirklich nicht. Warum nicht? Ich habe euch doch schon ganz genau erklärt, warum nicht. Ich möchte aber so gern, dass du mitfährst, Mami. Sie sagt, sie kann nicht. Da brauchst du nicht mehr zu reden. Bitte, Michala, sieh nach. Da ist ein Kollege von dir, der will dich sprechen. Was will er denn? Weiß ich nicht.
aber er hat einen riesengroßen Präsentkorb mitgebracht. Einen Präsentkorb? Soll das ein Witz sein? Da musst du schon ihn fragen. Oh, ich komme mit. Nein, du bleibst hier. Ja, was denn? Ist was passiert, Herr Willimek? Ich glaube, ich bin Ihnen noch eine Erklärung schuldig. Ich möchte mich vor allem erstmal entschuldigen. Und dann möchte ich noch mit Ihnen sprechen. 10 Minuten würden schon genügen. Hätte das nicht noch bis morgen Zeit? Nein, es muss jetzt sein. Ich habe noch nie etwas von jemandem verlangt, aber jetzt wünsche ich mir, dass Sie mich bitte anhören. Leider kann ich Sie aber jetzt nicht hereinbitten. Sie müssen verstehen, ich habe Besuch. Ach, das macht doch nichts. Wenn es sein muss, warte ich draußen auf Sie. Na, meinetwegen, dann warten Sie auf der Straße. Ich beeile mich. Danke vielmals. Und verzeihen Sie die Störung. Es tut mir leid. Ich muss mal kurz weg. Unterhaltet euch so lange ohne mich. Ich bin gleich wieder da. Du, Maminka, dürfen wir uns schon was aus dem Korb rausnehmen? Nein, das lass mal lieber. Er soll so stehen bleiben, wie er gekommen ist, ja? Anitschka. Was ist denn? Warum hast du mir nicht gesagt, dass schon was geplant war? Dann hätte ich mich in euren Ausflug gar nicht erst eingemischt. Nur, dass gar nichts geplant war. Ich habe ja volles Verständnis, dass du es nicht sagen willst. Es gibt nichts, was zu sagen wäre. Und übrigens wäre es meine Sache. Ich danke nochmals, dass Sie so freundlich waren zu kommen. Aber seien Sie mir nicht böse. Ich habe leider nur wenig Zeit. Vor allem fühle ich mich verpflichtet zu betonen, dass ich vorhin in der Kaufhalle, da habe ich nicht die Wahrheit gesagt, als ich Ihnen erzählte, dass meine Frau nun ja im Kurbad ist. Meine Frau, die ist hier, aber ich bin von zu Hause weggezogen. Und warum? Ihretwegen. Ja, aber das kann doch wohl nicht Ihr Ernst sein. Es ist mein Ernst, aber ja. Wissen Sie, zwischen meiner Frau und mir ist schon seit Jahren vieles nicht mehr in Ordnung. Ja, wenn Kinder da wären, aber wir haben keine. Andererseits schien es nicht nötig für den einen wie für den anderen, das Verhältnis zu lösen. Aber als Sie dann bei uns in der Kaufhalle auftauchten, wurde alles anders. Nach langer Zeit habe ich auf einmal wieder das Gefühl, dass da jemand ist, für den es lohnt zu leben, für den es lohnt, etwas zu leisten. Nun, vielleicht, wenn Sie nicht frei wären, aber als ich erfuhr, dass Sie geschieden sind, es ist, als ob das Schicksal selber gesprochen hätte. Zwar wollte ich es nicht zugeben, weder von mir noch von meiner Frau, und nein, aber sie hat es von alleine gemerkt, und es ist ja auch wirklich so. Heißt das, Sie haben mit Ihrer Frau schon über mich gesprochen? Ach wo, ich würde es nicht wagen, das ohne Ihre Erlaubnis zu tun. Das ist aber Nebensache. Ich bin hier, weil ich es Ihnen erzählen musste. Das Gefühl war so stark, dass ich es nicht mehr ausgehalten habe. Aber das sagte ich wohl schon. Ja, das sagten Sie schon. Nun ja, möchten vielleicht jetzt Sie etwas sagen? Warum ich? Es muss nicht sein, dass Sie mir sofort mit Ja oder mit Nein antworten. Ich möchte einfach, dass Sie etwas nachdenken über sich und nachdenken über mich. Wir beide sind doch in einer Phase des Lebens, einer Situation, dass wir noch einmal neu anfangen können, noch einmal ganz von vorn. Ich würde für diesen neuen Anfang alles hergeben, glauben Sie mir das? Sicher, gewiss, und es ist wahr, auch ich denke über ähnliche Probleme nach. Aber ich weiß nicht, ob ich nochmal neu anfangen möchte. Und das ist auch gar nicht so einfach. Da sind 2 Kinder, um die ich mich zu kümmern habe. Ich würde Ihnen dabei mit allen meinen Kräften helfen. Die Kinder denken an ihren Vater. Sein Bild ist fest in ihrem Gedächtnis eingeprägt. Das ist noch alles viel zu frisch. Aber es geht doch nicht um die Kinder, jetzt geht es um Sie. Das ist wahr, es hat keinen Zweck, dass ich mich hinter den Kindern verstecke. Ich muss Ihnen direkt antworten. Wollen Sie damit sagen, es ist völlig aussichtslos für mich? Ja. Und es gibt auch nicht die geringste Hoffnung? Nein. Nicht ein kleines bisschen? Herr Willimek, ich bin zufrieden. Ich habe 2 Kinder und auch wenn mir die Sorgen über den Kopf wachsen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich mich nochmal verlieben könnte. Und wenn ich nichts spüre, kann ich mich nicht zwingen. Und Sie wissen immer gleich ganz genau, ob Sie jemanden lieben oder nicht? Ich muss jetzt nach Hause. Ich habe den Wagen da, ich kann Sie fahren. Nein, danke, es ist ja nur ein Stück. Ich musste Ihnen das doch sagen. Sie sollten mir deshalb nicht böse sein. Wir werden noch, wer weiß, wie viele Jahre zusammenarbeiten müssen. Und da will ich nicht, dass irgendetwas zwischen uns unklar ist. Glauben Sie vielleicht immer noch, dass eines Tages Ihr Mann zu Ihnen zurückkehrt?
Gute Nacht. Oder ist da etwa schon ein anderer Mann? Wir müssen uns verabschieden. Oh, Verzeihung. Oh, da bin ich aber auch froh, dass ich ausgerechnet Sie hier treffe. Ich habe nämlich die Schlüssel vergessen und da mein Mann unterwegs ist, komme ich nicht ins Haus. Und die Putzfrau müsste eigentlich noch da sein, aber wenn niemand aufpasst, da ist die längst verschwunden. Was machen Sie hier um diese Zeit? Da war noch was zu besprechen. Wegen der Frühschicht am Sonnabend. Naja, Sie wissen ja selber. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Kann ich mir nun was aus dem Kopf rausnehmen, Maminka? Nein, Petja, lieber nicht. Warum denn nicht? Das ist ja noch nicht erlaubt. Er darf es nicht erlauben, weil er den Korb irrtümlich abgegeben hat. War hier inzwischen irgendwas? Vati hat einen Anruf bekommen, er musste weg. Aber den Ausflug, den machen wir. Das ist schön. Was wollte denn der Herr von dir? Der musste mit mir was wegen der Kaufhalle besprechen. Ach, der war von der Kaufhalle? Mhm. Ach, dann ist der Korb dort übrig geblieben. Hm. Ja, ganz richtig, so ungefähr. Und jetzt, mein Sohn, wird es Zeit, dass du schlafen gehst. Ja, aber ich muss ja erst ein Gedicht lernen. Dann würde ich's lernen und mich nicht aufhalten lassen. Du hast aber gesagt, wenn man mit seiner Mutter redet, darf man nicht mit einem Satz fortgehen. Ist bei euch alles gelaufen, wie es sollte? Sicher. Und bei dir? Da auch. Ist mit eurem Ausflug alles perfekt? Ja, ist perfekt. Kommst du wirklich nicht mit? Nein. Etwa weil der dir den Geschenkkorb gebracht hat? Nein, meinetwegen. Du willst mir also auch einreden, er ist bloß gekommen, weil bei euch auf der Arbeit irgendwas passiert ist. Ich bin zwar schon etwas erwachsener als Petja, aber bitteschön, vielleicht klappt es noch. Es war nicht wegen der Arbeit. Er hatte das unwiderstehliche Bedürfnis, mir zu sagen, er liebt mich und er will mich heiraten. Das verlangt eine Antwort und ich habe sie ihm gegeben. Du wirst wieder zu Vater gehen? Michalka, du bist doch wirklich nicht mehr so klein, um das nicht zu begreifen. Ich begreif's aber nicht. Sieh mal, der Vater hat sich entschlossen, dass wir uns trennen. Ich war schließlich einverstanden und jetzt finde ich's sogar richtig. Die Sache ist folglich erledigt. Und wenn ihr's doch noch mal versucht? Nein, es hat keinen Sinn mehr. Du müsstest nur wollen, dann hätte es doch einen Sinn. Wir beide wollen nicht, auch er nicht. Woher weißt du, dass der Vater nicht will? Woher weißt du's? Wenn man sich scheiden lässt, ist das nicht mit einem Wort, einem kurzen Gespräch, einem Abend getan. Es ist auch nicht nur, weil einer von beiden mal untreu war. Das geht länger. Ja, man braucht viel Zeit, ehe man's weiß. Aber irgendwann ist man an dem Punkt, wo man erkennt, fürs ganze Leben reicht die Liebe nicht und dann tut es auch gar nicht mehr so weh. Dann ist man drüber weg. Du wirst schon recht haben. Ganz bestimmt hast du recht. Und obwohl ich will, dass du dich mit Vater verstehst, ich quäle dich nicht mehr. Schon gut. Mein Ehrenwort, ich rede niemals wieder davon. Ich glaub das doch. Weißt du, es wird auch so ein schöner Ausflug. Und später, ich meine, wenn es dir noch leichter fällt, dann kommst du sogar mal mit. Abgemacht? In Ordnung. Abgemacht. Hier muss wieder Bier ran. Löst die Sonja an der Kasse ab. Sie fängt an, Fehler zu machen. Die Blühnerhofer kann bleiben. Die hält alles durch. Und Kaffee malen. Immer frei weg. Und vergesst mir nicht, die Hasen anzubieten. Die Dinger müssen verkauft werden. Hier keine Pyramide hin. Die braucht bloß jemand anzustoßen und schon haben wir den Ärger. Ich brauche wieder neue Ware. Ich leg's dazu. Olina, mein Käse ist gleich alle. Bring mir einen Rang und eine Speckwurst. Gestern Abend hat sich die Holubowa mit unserem Willimek getroffen. Was? Woher weißt du das? Du musst bloß die Kalaschkova fragen. Die hat die beiden erwischt. Oh Mann, das ist ja fix. Die Holubowa ist schließlich eine alleinstehende Frau. Oh mein Gott, Oma, können Sie nicht ein bisschen aufpassen? Ist doch schade um meine nagelneuen Schuhe. Ja, ich habe meine Augen nicht am Hintern. Und außerdem passt du lieber auf. Deine Chefin, die hat was mit dem Willimek. Mit dem Willimek? Das ist der reinste Stolz. Das ist bestimmt nicht wahr. Das ist wahr. Wer Augen kann zu sehen, der sieht. Sie latscht mich schon. Du kannst sie ja selber fragen. Jawohl, frag sie nur. Da wirst du ja erleben, was sie antwortet. Olina, der Emmentaler. Ja, ja. Die sind heute wie verrückt nach Käse. Jetzt bringen Sie uns glücklich den Blumenkohl. Ging's nicht noch etwas später? Wir können uns nicht zerreißen.
Gibt es Probleme, bei denen ich helfen kann? Nein, danke sehr, nein. Komm schon, Olina. Oh. Was soll das? Nichts, gar nichts. Vorläufig wirklich nichts. Aber jetzt habe ich auch schon das leise Gefühl, da spitzt sich was an. Oh. Ich will zwei Scheiben von dort, da in der Mitte. Nein, 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 die nicht, die äußeren. Die in der Mitte, die sind schon irgendwie vertrocknet. Meinen Sie diese? Ach nein, lieber doch die von zuerst. Ach, die sind überhaupt alle schon irgendwie vertrocknet. Das ist ganz unmöglich. Wir haben heute früh erst angeschnitten. Aber an dem, den Sie mir geben wollen, ist mehr Rinde. Da kann nicht mehr Rinde sein. Wir schneiden so an, dass überall die Rinde gleich ist. Wissen Sie was? Geben Sie mir von dem, der da kommt. Aber den müssten wir erst anschneiden. Na, dann schneiden Sie ihn doch an. Der wird doch angeschnitten, aber später. Es ist nicht meine Schuld, dass Sie es nicht schon vorbereitet haben. Vielleicht machen wir für Kunden wie Sie auch noch eine Nachtschicht. Da Sie Käse wollen, der nicht ausgetrocknet ist, können wir ihn nicht vorher anschneiden. Wir haben ja wohl für alles eine Ausrede. Junge Frau, bitte, wegen Ihrer 100 Gramm Emmentaler will ich Ihnen nicht rumstehen, bis Ostern vorbei ist. Es ist meine Sache, was ich einkaufe. Und da also, hat Sie müssen schon ein bisschen Wir lassen uns von Ihnen schikanieren. Entweder Sie nehmen ein gutes Essen rausbekommen oder Sie kommen woanders ein. Was ist denn los? Ohne mich. In der Zeit, in der so heftig diskutiert wurde, habe ich den neuen Käse angeschnitten. Bitte sehr, wählen Sie aus, was wünschen Sie. Na bitte, es geht ja. Bitte wählen Sie, was Sie wünschen. Jetzt ist mir das ganz egal. Bravo. Bitte sehr. Bravo. Auf Wiedersehen. Der nächste Kunde, bitte. So, und jetzt kommt. Na, da bin ich jetzt wohl mal dran. Zuerst möchte ich ein Kilo Salat haben. Ein Viertelkilo Feinkostsalat. Na, ja, sofort. Und für die Frauen, was wollten die denn gleich? Den so, Wermutwein. Und für mich und für meinen Schwiegersohn ein schönes Rotweinfläschchen. Das bildet Blutkörperchen, wissen Sie. Keine Ahnung. So, da wäre der Wermut und der Rotwein. Ein schönes Osterfest. Der hätte ich so einen Wind gemacht, der sie gleich bis zum Mond gepustet hat. Aber so habe ich bei der Runde die Punkte zuletzt für mich gesammelt. Naja, du hast dabei nicht schlecht ausgesehen. Aber wenn du dir das angewöhnst, wirst du dir dein Nervenkostüm kaputt machen. Überhaupt nicht. Auf die Art behalte ich mein sanftes Gemüt auch noch für die Kinder zu Hause. Bitte sehr. Und nicht nur für die Kinder. Na, für wen denn noch? Für den Mann beispielsweise. Die Voraussetzung wäre, dass es einen gibt. Ach, an Männern herrscht doch keine Knappheit. Man muss sich nur ein bisschen umsehen. Warten Sie doch, Frau Anitschka. Ich mache es auf und bringe es auf den Ladentisch. Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich schaffe es schon alleine. Oh, alle Achtung. Dann aber, das ist gut. Wissen Sie eigentlich, welche Kraft der Mensch entwickelt, wenn ihm die Liebe Dampf macht? Nein. Für Opa Dominik ist es nicht wichtig, aber ich, der es noch vor mir habe, ich muss es mir einprägen. Falls das mich treffen soll, bei mir ist nichts mit Liebe. Aber ne? Nein, doch, da ist bestimmt nichts, wie man weiß. Am Montag müssen wir Spirituosen nachbestellen. Verzeihung, bitte. Ich muss Sie dringend sprechen. Sie, Anitschka. Es ist mir sehr wichtig. Ich stehe zur Verfügung. Bitte sehr. Nein, das können wir auch hier erledigen. Bitte. Die Kalaschkova verbreitet... Sie verbreitet Gerüchte, die mir gar nicht gefallen. Was für schlimme Gerüchte soll sie denn verbreiten, Anitschka? Das Ihnen zu erklären, ist ja wohl nicht nötig. Sie wissen genau, was ich meine. Da kann man nichts gegen machen. Doch kann man das. Reden Sie mit der Kalaschkova. Was soll ich denn mit ihr reden? Sie soll damit aufhören. Womit muss sie aufhören? Sie soll nicht diese Lüge verbreiten. Aber im Grunde ist das doch gar keine Lüge. Sie hat uns zusammen gesehen. Die haben die Ruhe weg. Wir müssen uns abrackern wie die Blöden und die führen intime Privatgespräche. Sie müssen das schnellstens aufklären. Ach, nehmen Sie das doch nicht so tragisch. In ein paar Stunden machen wir den Laden zu und dann haben wir die Feiertage. Sie wollen nichts sagen. Es soll an mir hängen bleiben. Aber da ist doch nichts dabei, gar nichts. Wir wollen ins Grüne fahren, Anitschka. Wir werden schön spazieren gehen. Es soll nichts dabei sein, wenn unter den wir Kollegen erzählt wird, dass kennenlernen. Frau Anna, falls Sie mich brauchen sollten... Nur ein kleiner Ausflug. Völlig harmlos. Wer da Böses denkt, ist selber schuld, nicht? Opa Dominik, den Kühlraum auf. Ja. Also, Sie wollen es nicht aufklären. Ich möchte, dass Sie sich's noch mal überlegen. Bitte. Warten Sie, bis er sich abgekühlt hat. Dann darf er raus. Wo bist du denn gewesen? Weißt du, es gab da einige Dinge, die aufzuräumen waren. Musstest du aufräumen? Warum denn gerade jetzt? Gewisse Dinge darf man einfach nicht liegen lassen. Ach, was denn? So dringend war's? Ja. Und was nicht aufzuräumen war, das habe ich im Kühlraum eingeschlossen. Du, jetzt dämmert mir was. Bitteschön. Fertig. Wenn ich heute im Bett liege, kriege ich keine Zeit. Das war wieder mein Kaff, weil doch der es in sich hatte. Und wie der es in sich heute hatte. Heute nicht. Nein! Nein, nein, nein!
Nein, das ist unter uns. Es ist auch nur für einen Moment. Ich will euch nicht lange aufhalten. Also, meine verehrten Kolleginnen, die alle miteinander Goldkinder sind. Ich möchte euch alle umarmen, allesamt. Eine wie die andere. Kurz und gut, ihr seid heute großartig gewesen. Ich möchte mich bei euch nicht nur in meinem Namen bedanken, sondern auch im Namen aller Kunden, denen ihr zu frohen Feiertagen verholfen habt. Ich weiß, dass ihr hart schuften musst. Es mag welche geben, die meinen, das sei einfach eure Pflicht gewesen. Das kann man von euch verlangen. Die Leute verstehen nichts vom Geschäft. Ich kann beurteilen, was ihr leisten musstet. Und ich sage euch, es war mehr als genug. Also, was gesagt werden musste, ist gesagt worden. Ich bedanke mich nochmals und wünsche gute Nacht. Und für alle, die morgen nicht kommen müssen, ein frohes Fest. Und schlafen Sie so gut, wie wir auch schlafen werden. Ja. Das wünsche ich euch. Und heute weiß ich, dass ihr mir nicht untreu werdet. Ihnen kann man doch gar nicht untreu werden. Also macht's gut, Mädchen. Du kommst jetzt nicht mehr hoch. Fährst du auch schon raus? Nein, keine Zeit. Ich verabschiede mich, Leute. Gute Nacht. Ich empfehle mich zu Höchstpreisen. Auf Wiedersehen. Andulka, was haben Sie denn bloß für Einfälle? Ist das eine Art, meinen Stellvertreter auf Eis zu legen? Ach, er hat's überstanden. Aber nur, weil ich ihn da rausgeholt habe, sonst wäre er jetzt... Auf Wiedersehen. Und ich konnte ihn nicht bewegen, mir zu sagen, was der Grund war, warum Sie ihn da eingesperrt haben. Aber er weiß es. Und was Sie betrifft, Sie ahnen es doch zumindest, nicht? Naja, ich begreife auch, dass es manchmal sein muss, dass man manchmal an Mansbild etwas abkühlen muss. Was mich verwundert, ist im Grunde mehr, dass auch Sie so rabiat sein können. Da es wirklich nicht recht zu mir passt, kommt es nicht wieder vor, ja? Dann bin ich beruhigt. Und wenn es doch mal wieder sein muss, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Ich bringe es dann in Ordnung. Gut? Bitte sehr. Obwohl ich solche Dinge glaube, ich müsste eine Frau schon selber erledigen. Aber ich komme zu Ihnen. Andulka, ich will Ihnen ehrlich nur helfen. Gute Nacht. Gute Nacht. Andulka! Andulka, ich bitte Sie, seien Sie mir nicht mehr böse. Es sah vielleicht anders aus, aber ich sage es, wie es ist. Es war nicht so gemeint. Was haben Sie nicht so gemeint? Gute Nacht. Na, Sie verstehen schon. Also, dass Sie und der Willimek, dass Sie mit ihm etwas... Gemeint oder nicht, Sie haben es erzählt. Nee, das stimmt schon. Ich habe darüber geredet. Darüber geredet habe ich. Aber doch nicht so, wie es dann weitergetragen worden ist. Naja, vergessen wir es. Reden wir nicht mehr darüber. Und Sie sind mir wirklich nicht mehr böse? Nein, es ist erledigt. Andulka, und Sie fangen ganz bestimmt nicht wieder davon an. Aber nein, doch niemals. Ach, da bin ich aber ganz echt froh. Und Jenda wird auch sehr froh sein. Da fällt mir wirklich ein Stein vom Herzen. Gute Nacht. Ja, dann ein schönes Osterfest. Gute Nacht. Und am Dienstag bringe ich Ihnen die ersten Schneeglöckchen nett von Ihnen. Dankeschön. Guten Abend. Guten Abend. Ich habe Sie im Rückspiegel gesehen. Und ich habe gesehen, Sie sind zu spät gekommen. Ja, wieder mal. Das passiert mir nun fast jeden zweiten Tag. Ich würde Ihnen ja gerne noch was verkaufen, aber... Ach, das macht nichts. Dann komme ich morgen wieder. Und haben Sie heute Abend was zu essen? Ach, in meinem Kühlschrank wird sich schon irgendetwas finden. Sind Sie denn morgen da? Jawohl. Und Sie fahren zum Fest gar nicht raus? Nein, fahren Sie raus? Nein, ich auch nicht. Allein ins Grüne fahren... Das ist nicht so ganz das Wahre. Sie kennen das ja. Ich kann mir es nicht mal vorstellen. Ich bin nie allein ins Grüne gefahren, bis jetzt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Übrigens, ich könnte Sie ja mitnehmen. Nein, vielen Dank. Ich habe es ja nicht sehr weit. Nein, ich meinte ja nicht nach Hause. Ich meinte ins Grüne.
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, und Ihr Angebot, mit mir ins Grüne zu fahren. Nein, vielen Dank. Entschuldigen Sie. Guten Tag. Guten Tag. Was haben Sie uns da Schönes mitgebracht? Das wüsste ich gerne selber. Man hat mir das in die Hand gedrückt. Ah ja? Guten Tag. Ich bringe den Geschenkkorb. Ich bringe nur den Geschenkkorb, den der Chef bestellt hat. Und ich hab's eilig. Ist etwas? Fühlen Sie sich nicht wohl? Schon vorbei. Und es war auch nur halb so wild. Und wenn Sie nur noch so nett wären, mir ein paar Kisten Sekt nach vorn zu bringen, dann würde mir nichts mehr an meinem Glück fehlen. Oh, sieht die verbellt aus. Ist denn das die Möglichkeit? Du bist zur Schicht gekommen? Tja, das muss ich doch. Ja, da habe ich gar keine Schicht, dann hätte noch im Bett liegen können. Nein, ich mache heute Dienst für die Kalaschkova. Na Gott sei Dank, sonst hätt's mich glatt aufs Parkett gehauen. Willst du hier bleiben oder gehst du lieber an die Regale runter? Nein, bleib du ruhig hier. Ich verkrieche mich erst mal im Lager und schlaf noch eine Runde nach. Nein, Kindchen, es wird gearbeitet. Das macht sehr schnell munter. Ach, das morgen, ist der reinste Menschenschinder. Morgen, vorwärts. Andulka, was sollte das bedeuten? Woher kommt der Korb? Wie konnte ich denn auch ahnen, dass gerade seine Frau da stand, als ich ihm den Korb zurückbringen wollte? Ja. Was? Nein. Meine Nerven sind nicht so stark, dass ich den Wirrwarr aushalten kann, den diese Frau dauernd anrichtet. Seien Sie so lieb, Andulka, werden Sie ein bisschen ruhiger. Wieso denn? Ich bin doch die Ruhe in Person, aber die anderen um mich herum, die... Was machen wir denn nun mit dem Korb? Was wir mit dem Korb machen, ist ganz einfach. Wir geben ihn den Mädchen zum Frühstück von der Gewerkschaft. Gute Idee. Ja. Komisch, wie erst alles durcheinander wirbelt und dann klärt es sich wieder. Unser guter Willi Mac. Jetzt will er auf einmal mit seiner Frau rausfahren. Auf sein Grundstück. Na, meinen Segen haben die zwei. Ob's gut geht? Also, die Sache mit dem Kühlraum, da die so gut geholfen hat, sage ich nachträglich ja. Trotzdem komme ich das nächste Mal zu Ihnen. Angenehme Feiertage. Danke sehr. Auch ich wünsche schöne Feiertage. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Entschuldigen Sie wegen gestern. Jerzynka? Ja? Kann ich irgendwas für Sie tun? Haben Sie den gesehen? Wen denn? Na, den grauköpfigen alten Ochsen, der bei Ihnen Sekt gekauft hat. Ja, was ist denn? Hat er nicht bezahlt? Ja, das war leider viel schlimmer. Er hat sich mit mir zusammentun wollen. Er sagt, er wäre ein Witwer und er hätte ein schönes Sparkonto, aber sonntags wäre er immer solo. Und was haben Sie ihm geantwortet? Ich habe ihm gesagt, in seinem Alter, da soll er ans Beten denken und nicht an solchen Unfug. Sie haben ihn vielleicht damit sehr traurig gemacht. Ja, kann ja alles sein. Ich bin auch traurig. Ein älterer Mensch, der sollte überlegen und nicht noch jemanden verspotten. Ich frage mich bloß, woher der das Geld hat. Na, ich arbeite doch auch schon immer, aber viel Geld habe ich nicht gespart. Sie wünschen? 200 Gramm Konfekt.
Was hatten Sie gewünscht? 200 Gramm Konfekt. Ja, sofort. Das schickt Ihnen der Herr, der eben von mir weggegangen ist. Seien Sie nicht böse wegen gestern Abend. Bitte verzeihen Sie, ich bin sofort wieder da. Andulka, nicht traurig sein, bald wird unser Laden dicht gemacht. Ich bin gar nicht traurig. Kein Mantel mitnehmen. Du wirst sicher frieren, glaub mir das doch. Zieh mir meinetwegen 5 Pullover an, aber bitte, Mutti, nur kein Mantel. Aber die Handschuhe nimmst du mit. Du kannst sie ja in die Taschen stecken. Ich bin fertig. Wo gibt es Probleme? Das steht ja wirklich gut. Mischa, pass mir ja gut auf Petja auf. Keine Angst, ich werde auf uns alle aufpassen. Hurra, der Vati ist da! Ahoi. Hallo Leute, von mir aus kann's losgehen. Morgen bis 19 Uhr seid ihr zurück. Spätestens. Ach, verlass dich auf mich, Mutti. Ich sehe immer auf die Uhr. Hast du ein Taschentuch mit? Na klar, also dann ahoi. Ahoi. Und einen Kuss bekomme ich nie? Mach's gut. Aminka, ich werde dauernd an dich denken. Ich werde auch an dich denken. Nimm dir ein schönes Buch und lies, dass du nicht so einsam bist. Ist gut, das mache ich. Mischa, du hast mir etwas versprochen. Ja, ich weiß. Ahoi. Ahoi. Ich habe den Kindern reichlich Essen eingepackt. Das war nicht nötig. Der ganze Kofferraum ist voll Proviant. Ich wünsche euch eine gute Fahrt. Danke. Und auch dir ein schönes Osterfest. Ahoi. Die Familie fährt ins Grüne? Ja, über die Feiertage. Und mit dem Herrn Vater, nicht wahr? Ja, ja, mit dem Herrn Vater. Und Sie selber fahren gar nicht mit? Nein. Ich fahre nicht mit. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja! Ach, du bist Mutter. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe sie noch unten angetroffen. Ja, eigentlich bringe ich euch die Osterhasen. Die Patienten haben sie mir massenhaft angebracht. Und wäre er mir nicht in die Quere gekommen, hätte ich sie gern den Kindern selber gegeben. Na, ist dein Jerzy wieder mal aufgekreuzt, ja? Er ist aufgekreuzt. Und will er was von dir? Natürlich will er was. Dann schmeißt du ihn endlich ganz raus. Kann ich das? Ja. Die Kinder freuen sich, wenn er kommt. Damit muss ich mich abfinden. Obwohl du dir auf die Weise dein Leben vermauerst, Anna, du musst einmal darüber nachdenken. Es gibt doch bestimmt auch noch andere Männer, denen du gefällst.